Ja, hallihallo und herzlich willkommen auf Shorty's Astrobase. Ich hatte tatsächlich zwei komplette klare Nächte nacheinander. Das war richtig selten dieses Jahr. Und natürlich habe ich diese zwei Nächte genutzt, um fleißig Bilder zu machen. Und ich habe insgesamt drei Objekte aufgenommen. Das erste davon stelle ich euch heute in diesem Video vor. Und ich wünsche euch viel Spaß. Dieses Mal haben wir das Sternbild Cassiopeia. Und das Ganze ist ein relativ unscheinbares Sternbild, auch relativ klein, aber mit relativ hellen Sternen. Also es ist eigentlich am Nachthimmel ganz gut zu sehen und zu finden. Am Nordsternhimmel, beziehungsweise um diese Jahreszeit eigentlich relativ im Zenit zu sehen. Ist auch ganz in der Nähe der Andromeda-Galaxie. Da es in diesem Sternbild viele Objekte zu sehen gibt, habe ich mich entschieden, meinen 135mm Rohkinon zu nehmen und damit eine Weitfeldaufnahme zu machen. Gucken wir uns das Ganze hier in Stellarium mal an. So in etwa habe ich das Ganze anvisiert und wir haben hier zwei Nebel im Bild und noch ein paar Sternhaufen. Im Detail schauen wir uns das Ganze jetzt mal in meinem Bild an. Hier mal eine Übersicht. Ich habe in meinem Bild hier fünf Objekte fotografiert. Und das erste ist NGC 281 oder auch der Pac-Man-Nebel. Viele Grüße hier an alle Gaming-Fans, dürfte euch bekannt vorkommen. ein Emissionsnebel, der 9459 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Leuchtet hier schön im H-Alpha-Licht, also richtig schön rot. Das zweite Objekt ist der Geist von Cassiopeia und das ist ein sehr interessantes Objekt. Ein Nebel, oder besser gesagt zwei Nebel in der Nähe des Sterns Gamma Cassiopeia. Und dieser Stern stößt eine hohe ultraviolette Strahlung aus und damit wird der Nebel IC63 regelrecht bombardiert. Das ist dieser rötliche Nebel hier. Und durch das Bombardement, sage ich mal, von diesem Stern, gewinnen die Elektronen dieses Nebels hier stark Energie hinzu. Und die wird später als H-Alpha-Strahlung wieder abgegeben. Deshalb leuchtet der auch so schön rot und ist ein Emissionsnebel. Aber IC63 ist auch ein Reflexionsnebel, denn wir sehen hier auch leichte blaue Nebelfelder darin. Und das zweite Objekt hier, was zum Geist von Cassiopeia gehört, ist IC59, ein Reflexionsnebel. Das ist dieser, ich sag mal, blaue Fleck, den ihr hier in dem Nebel seht. Dann haben wir hier rechts oben im Bild einen offenen Sternhaufen, das ist NGC 129, 9900 Lichtjahre circa von der Erde entfernt. Links unten im Bild haben wir ebenfalls einen offenen Sternhaufen, das ist NGC 457, der wird als Eulenhaufen oder auch als ET-Haufen bezeichnet. Fragt mich bitte nicht, warum. Keine Ahnung. Und er liegt ca. 9000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Und links im Bild haben wir noch den Sternhaufen M103 oder auch NGC 581, auch ein offener Sternhaufen. Die Entfernung dieses Sternhaufens kann sehr schlecht geschätzt werden, weil er von der Erde aus gesehen direkt im Milchstraßenband liegt. Geschätzt wird die Entfernung aber auf 8500 Lichtjahre. Hier habt ihr jetzt nochmal das Gesamtbild und die Aufnahmedaten dazu und natürlich werde ich euch das Ganze jetzt nochmal schön einblenden und an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat, vielleicht auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten folgt mir gerne auf Twitter oder meinem Discord, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.